Der Wirtschaftsjunioren Segeberg e.V. tagte auf seiner Monatsveranstaltung. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt EGNO. Am 23. Februar trafen sich die Wirtschaftsjunioren in der Jungheinrich Service und Parts AG und Co. KG in Kaltenkirchen, um zu netzwerken und um Kontakte zu pflegen. Jens Ringeling und Matthias Lenfer, kaufmännischer Leiter der Jungheinrich Service und Parts AG und Co. KG, stellten den Teilnehmern die Firma Jungheinrich Service und Parts AG und Co. KG vor. Zum Thema entspannt in eine sichere Zukunft referierte Tobias P. Metz, Vorsitzender des Vorstandes der AUA 24 AG. Wir haben heute eine ganze Reihe von Wirtschaftsunionen hier durch unser Haus getragen. Wir wollten im ersten Schritt einmal zeigen, was die Jungheinrich AG als Produkte anbietet und was wir als Services anbietet. Wir sind hier an diesem Standort in Kaltenkirchen, das Zentrallager, und verteilen von hier aus alle Ersatzteile weltweit. Und deswegen wollten wir heute einmal zeigen, wie Jungheinrich moderne Intralogistik zeigt und was wir unseren Kunden anbieten können. Wir sind als Standort so aufgestellt, dass wir auch sehr, sehr viele unserer Kunden hier durchführen. Und alle Unternehmen, die interessiert sind an der Firma Jungheinrich oder an den Produkten, können sich sehr gerne bei uns melden und wir versuchen, das auch möglich zu machen. Die Wirtschaftsunion, mit denen arbeiten wir schon länger zusammen und wir sind selber Mitglied auch dort und beteiligen uns dort aktiv. Und da steht ein enger Kontakt. Und der Martin Tretow hat uns darauf angesprochen und wir haben das sehr, sehr gerne angenommen und haben sehr gerne dieser Einladung gefolgt und haben gebeten, auch hierher zu kommen. Also das Führung, die mir jetzt mit, ist ein großartiges Unternehmen. Die Logistik, die dahinter steckt, die ist einzigartig. Das habe ich noch nicht gesehen und auch noch nicht erlebt, wie das ganze Zusammenspiel ist. Aus den Vorträgen, klar, einmal Jungheinrich, das ist also wirklich, wirklich großes Unternehmen, einzigartig. Und auf der anderen Seite, dann haben wir noch den Vortrag von AUA 24 gehabt, wo man sagt, so, Arbeitssicherheit wird immer wichtiger denn je, vor allem für Kleinunternehmen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es auch nicht vorher gewusst. Für die Region, wir sind praktisch so ein bisschen das Sprachrohr für die jungen Unternehmer. Auf der anderen Seite versuchen wir aber auch für den Kreis Dinge zu tun, wo wir so ein bisschen eine Ebene schaffen für Unternehmer, eine Plattform, dass man sich informieren kann, A, B, auch ein bisschen weiterbilden und vor allen Dingen auch Kontakt halten und netzwerken. Ja, hier heute hat stattgefunden eben die Monatsveranstaltung der Wirtschaftsunion Segeberg. Und ich war in der glücklichen Lage, Matthias Lenfer von Jungheinrich über die Wirtschaftsunion zu kennen. Und so sind wir einfach auf ihn zugegangen, oder ich bin auf ihn zugegangen, habe ihn gefragt, Mensch, können wir mit dem Wirtschaftsunion Segeberg bei euch in Kaltenkirchen bei Jungheinrich eine Führung machen, unsere Monatsveranstaltung durchführen? Und er war sofort begeistert und hat gleich Ja gesagt. Ich habe mitgenommen, dass wir von der IHK, wo die Wirtschaftsunion engagiert sind, und ich als Standortbetreuer für den Kreis Segeberg den Wirtschaftsunion immer einen Mehrwert geben möchte. Deswegen hatte ich Herrn Metz kennengelernt über die IHK-Betreuung. Und so kamen wir ins Gespräch, ob das nicht auch ein Thema für die Wirtschaftsunion ist. Und da hat Herr Metz auch wiederum gleich gesagt, ja klar, sehr, sehr gerne. Und so kam dieser Vortrag heute hier zustande, dass Herr Metz das freundlicherweise gemacht hat. Und ich hoffe, dass jeder Wirtschaftsunion, Geschäftsführer, Unternehmer, was wir hier im Kreis haben, da jeweils was mitnehmen konnte. Wir machen diese Monatsveranstaltung regelmäßig, einmal im Monat. Und das ist in der Regel der letzte Donnerstag im Monat jeweils. Klar gibt es da mal Ausnahmen, wenn beispielsweise im April B2B ist, am 27. April, da haben wir die Monatsveranstaltung eine Woche davor verlegt, um da nicht in Konflikte zu kommen, um selbstverständlich auch an der B2B-Messe in Schnelsen teilnehmen zu können. Die Wirtschaftsunion Segeberg oder generell die Wirtschaftsunion Deutschland, wo die jeweilige Wirtschaftsunionenkreise engagiert sind, ist die Stimme der jungen Wirtschaft. Und wir wollen auch einfach Gehör schaffen, aufgrund dessen, dass die Wirtschaftsunion Segeberg erst 2013 gegründet wurden, also wir relativ jung als Kreis sind, brauchen wir natürlich auch noch Unterstützer. Was wir auch mit solchen Führungen und unseren Monatsveranstaltungen, unseren Kontakten einfach ausbauen wollen und müssen. Und dann auch mehr Gehör zu finden, einfach in der Region, und dass man uns ernst nimmt. Wir wollen Kontakte nutzen, pflegen und genau die 5 Ziele, die hinter mir stehen, einfach pflegen und ausbauen. Die Gäste konnten im Anschluss an einer Besichtigung der Jungheinrich Service und Parts AG und Co. KG teilnehmen. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt EGNO. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-nord.de.